Habe ich überhaupt noch genug Spitzhacken? 4. 4 heißt für mich, eigentlich sollte ich noch eine in einen Steinmetz investieren. Zwei brauchen wir hier unten. Eine Eisenmine reicht ja am Anfang. Ein Lager für Werkzeuge. Ach, ich hasse Quicksaves. Wobei, der ist noch human. Der in Siedler 6 ist einfach nur fies. Läuft und so? Keine Ahnung. So, ihr habt bestimmt schon 8 Kohle. Ich hatte aber mehr wie 8 Kohle, ne? 16. Bingo. Das reicht ein paar Werkzeuge. Klack. Und wir haben Eisen erschlossen. Juhu. So. Und so. Und wir machen gleich noch eine dritte und sagen... Zwei Spitzhacken. Nee, mach mal gleich 3. Wir setzen auch unsere erste Goldmine. So irgendwie. ...30 Minuten rum. Ja. So ein bisschen Bammel habe ich ja schon. Und wir expandieren schnurstracks weiter zum nächsten Eisen. So, jetzt sollten wir doch mit allen Prios durch sein, dass er mir jetzt hier der Normal produziert. Auf jeden Fall können wir auch das Sägewerk beide jetzt wieder anwerfen. Mich aber echt beschissen drumherum. Dann setzen wir den nächsten hier. Ja, so machen wir das. Kohle kriegen wir sogar schon. Okay. Ein Stein, jetzt kommt schon. Eine kleine Mini-Mini-Mini-Produktion. So, was war eigentlich mit dem Weg hier oben? Da wollten wir doch noch gucken. Schon wieder Eisen gefunden. Ja, prima, hier ist überall Eisen. Okay, wir müssen hier hoch. Da werde ich doch nicht noch eine Pionierstraße hinsetzen müssen, weil da irgendwas Cooles ist. Wie viele Schiffe brauchen wir? 20? Ey, das ist voll viel. Kannst ja mal anfangen. Fähren. 20. So, und du baust dann die Kriegsschiffe, wenn du irgendwann fertig wirst. Ich habe die Gebäude nicht gestoppt, weil Baumaterial gefehlt haben. Ich habe die nur gestoppt, weil mir Sägen gefehlt haben. Aber die habe ich jetzt. Glaube ich. Wir können voll cool Werkzeug produzieren. Mach mal 5 Schaufeln. 4 Hämmer. Noch dazu. Danke. Ah, Mist. Eisen haben wir schon verbraucht, ne?
Ach ja, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Hoffe ich. Wieso habe ich jetzt auf einmal... Achso, ich habe schon Spitzhacken gebaut. Auch nicht. Ach, was weiß ich. Das Eisen geht ernsthaft hier runter? Moment mal. Werkzeugschmiede. Ja, so. So nicht anders. Bauernhöfe werden fertig. Toll. Du hast ein Holzproblem. Okay, ich auch. Okay, dann scout mal hier rein. Alter. Wie als hätte ich es geahnt. Lohnt sich das? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Also 80 Eisenbarren. Ja, eigentlich schon. Aber bis ich da... Ich müsste doch erstmal die Schaufeln bauen. Ja, eigentlich lohnt sich es nicht. Was muss ich machen? Ich muss 20 Fähren bauen, 10 Kriegsschiffe und die voll mit Kriegern, ich denke mal mit Schwertkämpfern besetzen. Und dann hier runterfahren. Dann habe ich gewonnen. Das alles. Und wahrscheinlich werde ich demnächst angegriffen. Wir könnten ja, wir sollten auch Waffen bauen. Ja, doch, ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Alter, was geht mit Fischen ab? Ab zu den Eisenminen. Hi, wann wird der Aufbruch der Kulturen gespielt? Aufbruch der Kulturen immer donnerstags, vorausgesetzt ich bin nicht krank. So wie diese Woche. Ja, also hier müssen wir hin, alles klar. Scout mal noch ein bisschen. Und es wäre cool, wenn ihr jetzt das Sägewerk bauen würdet. Daher Prio. Wie viel Militär hat eigentlich mein Gegner? Uff. Hätte ich mir mal nicht die Statistik angeguckt. Vor allem, es ist jetzt dann gleich bei 45 Minuten. Ich produziere nichts. Das sollten wir ändern. Wohnhäuser habt ihr gebaut. Hier, Windmühle wäre wichtig. Da bringt er mal auch mal ein Brett hoch. Und sonst dann auch die Waffenschmiede in die Prio mit reinnehmen. Und die Goldmine und die Goldschmelze. Dass wenigstens ein bisschen was geht. Siedler haben wir, ja.
Nahrung ist jetzt auch erstmal nicht das Problem. So, komm, ab zum Eisen. Gleich hat alles Prio, ja. Wie läuft's mit den Werkzeugen? Läuft so. Hey, da werden irgendwie viele Fähren fertig. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, dass da welche fertig werden, aber gut, ich muss sie eh bauen. Macht halt. Sägewerk, let's go. Wir setzen hier noch einen Holzfäller rein. Und wir setzen auch hier hinten noch einen Holzfäller rein, bauen noch zwei Äxte dazu. Wie ist das eigentlich mit der Holzverteilung standardmäßig? Da wird mir verdächtig viel runtergetragen. Ich mache doch durch die Werft meine Wirtschaft kaputt, oder? Ja. Holz kann ich gar nicht einstellen, okay. Wäre cool, wenn der Holzfäller immer wieder arbeiten würde. Wäre echt cool. Aber jetzt haben wir immerhin mal 4 Sägewerke. Ich glaube, wir könnten problemlos auch noch eins irgendwo hinsetzen. Machen wir auch. Und da fehlt mir ein Hammer. Möchte ich da hoch? Komme ich da hoch? Was weiß ich. Nächste Fähre fertig. Toll. Fehlen ja nur noch 5000. Sollten auch hier nochmal einen Turm bauen, damit wir noch mehr Fischer bauen können. Ja, du kriegst deinen Hammer. Mein Gott. Waffenschmiede steht, mach mal Bogenschützen und dann bauen wir noch die zweite Eisenschmelze mit Priorität. Da wird eine Burg fertig, okay. Wow, und Holzfäller, du kannst wieder arbeiten. Geil. Die Mühle läuft. Okay. So, es riecht nach Angriff. Daher auch diesen Turm jetzt mit Priorität. Ich geh jetzt mal her und mach die Werft auf Pause. Beide. Und das hätte ich schon viel früher tun sollen. Was machst du so beruflich? Okay.
Siedler-News in 8 Tagen, weiß ich noch nicht. Eher aber erst später. Wer unbedingt Siedler-News haben will, es gibt auf der Siedler-Allianz-Seite auch ein tolles Video von Ubisoft zur Charaktererstellung, zum Art-Design. Geht, glaube ich, 5 Minuten. Ist ganz gut gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das so in die Siedler-News einbauen kann. Weil das hier sind eigentlich eigene Siedler-News von Ubisoft. Die für kleinen Kopierer, ne? Da hinten Eisen. Nein, aber viel Berg. Es geht ja das Gerücht rum für das neue Siedler, ja, aber jetzt mit sehr viel Vorsicht zu genießen, dass es noch Playtests in der Alpha-Version noch dieses Jahr gibt. Und das Jahr ist ja gar nicht mehr so lang, ne? Wenn ihr versteht. Aber hey, mit Vorsicht genießen, aber wenn es stimmt, ihr habt es als erstes bei mir gehört. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Bald kommt auch Pokémon Schild und Schwert raus. Ja, wen das interessiert, mich nicht. Bald kommt aber auch Warcraft 3 Reforged und das interessiert mich sehr. Und bald kommt auch Planet Zoo und das interessiert mich auch total. Was kommt denn noch alles dieses Jahr? Ich glaube, da kommt noch mehr, was mich interessiert. Age of Empires 2 kommt auch noch dieses Jahr. Und wann kommt wieder eine neue Folge Theme Park? Gute Frage. Am Donnerstag kommt auf jeden Fall eine neue Folge StarCraft. Denn auch dieses Spiel möchte ich unbedingt noch beenden. Und zwar Teil 1 und 2. Das ist doch Kacke mit den Fischern. StarCraft ohne Livestream, ja. Theme Park wäre aus bekannten Gründen auch ohne Livestream und dann hätten wir noch Dark Age of... Nee, nicht auf Messiah. Dark Messiah of Might and Magic, das möchte ich eigentlich auch noch, wenn ich es dann mal wieder zum Laufen bringen würde, gerne noch durchspielen. Das sind so meine ganzen offenen Projekte gerade, ja. Aber Theme Park guckst du dir wenigstens an, okay. Das habe ich schon öfter gehört, dass das viele angucken. Aber so richtig Fun, muss ich natürlich auch sagen, hat es jetzt nicht gemacht, ja. StarCraft 3, ja. Was ich viel geiler finden würde, wenn es einen StarCraft-Kinofilm geben würde. Einfach die Story der ersten Terraner-Kampagne. Das war so episch. Aber nein,
Sie mussten ja diesen kläglichen Warcraft-Film machen, der absolut beschissen war und jetzt kommt bestimmt gar nichts mehr in die Richtung. So, wir produzieren doch jetzt bestimmt Waffen mittlerweile. Produzieren wir auch Gold? Eigentlich schon, ne? So ein bisschen. Wenn der Holzfäller mal Platz macht, dann geht's ab hier. ...50 Minuten rum, wir werden jeden Moment angegriffen. Echt jetzt, StarCraft interessiert dich null? StarCraft ist einfach geil. Und das betone ich auch bestimmt 100 Mal in der Folge, die am Donnerstag kommt. Weil das war wieder so ein schnelles Match und das war so cool, mit dem Zerg alles zu überrennen. Ich hab wieder richtig Fun gemacht. Ich muss da einfach mal mehr Zeit für finden. Und dann wieder das Kontrastprogramm mit Siedler 4, wo gar nichts passiert. Sogar ein Stehen, okay. Noch ein Hammer, komm. Was, du bist nicht so, dafür kennst du dich aber gut aus und hast zu allem einen Kommentar auf der Latte, ne? Dafür, dass du kein Pro-Gamer bist. Ich bin auch kein Pro-Gamer. Ich laber halt dazu, zu meinem planlosen Gespiele und nehm's auf. Ja, Geologen. Wo seid ihr? Geht doch bitte hier nochmal auffrischen. Der Holzfäller macht hier irgendwie einen guten Job. Mach mir vielleicht aber lieber die hier weg. Danke. Und du hier? Ja? Ganz nett. Der denn noch Arbeit? Ja. Und produzieren wir jetzt endlich Militär? Ja, ganz, 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 ganz bisschen. Wir könnten, glaube ich, locker noch mal 2 Goldschmelzen vertragen. Okay, und Waffen wird jetzt auch ganz ordentlich produziert eigentlich. Wir bauen hier noch Lager hin. Für Gold und Waffen. Yippee!
Na, Sonnenscheins, dann solltest du einen YouTube-Kanal aufmachen. Oder ein Twitch-Konto. Hast du ja schon. Musst nur streamen. Wer labern kann, da hat immer schon mal die beste Grundvoraussetzung für alles. Was sagt denn die Statistik? Die Statistik sagt, ich bin im Arsch. Mehr Steinminen. Und noch eine Kohlemine. Warum kommt eigentlich da hinten kein Essen an, Leute? Komm hier, Platz machen für Bauernhöfe jetzt. Zack, zack. Und die Aktion braucht auch eine Axt. Ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Ist so. Nö, ich habe nicht zu wenig Essen. Ich habe gut, ich habe kein Fleisch. Aber das passt eigentlich. Nein, kein Aussichtsturm. So, wir können dann hier nochmal Eisen bauen. Und ich meine, hier oben war auch Eisen, gell? So, nochmal 4 Eisenbergwerke. Nehmen wir. Ich werde angegriffen. Oh, oh. Oh, oh. Priester macht keinen Scheiß. Ja, eine Stunde, er greift an. Okay. Könnte reichen. Oh nein. Wenn die Priester keinen Scheiß machen, reicht's. Vielleicht. Dann gibt es halt einen Haufen Tier-1-Einheiten. Wobei wir das gleich wieder stoppen sollten. Okay, nichts passiert. Mach mal ein bisschen Schwertkämpfer dazu. So. Du warst das Lager für Waffen. Jetzt brauchen wir Gold. Leute, wir brauchen Gold. Gold, 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 Gold. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwo Gold gefunden? Ja, natürlich. Setzt halt auch mal ein bisschen mehr Fische voraus. 1, 2, 3, 4. Okay, cool. Machen wir 5, bauen wir hinten noch irgendwo ein. So.
Hier noch ein paar Wohnhäuser. So, und mit dieser Meldung, dass ich seit einer Stunde nicht gespeichert habe, heißt es leider, dass wir uns der 0-Uhr-Marke nähern. Und in diesem Sinne ist dann auch Schluss für heute. Alter, habe ich jetzt schon wieder... Das ist ein Zeitfresser. Habe ich jetzt echt schon wieder 2 Stunden Siedler gespielt? Gefühlt waren es 5 Minuten. Ah, das ist auch eine Mission, wo nichts vorangeht. Aber wobei, jetzt läuft es eigentlich. Jetzt läuft es eigentlich. Und beim nächsten Mal gewinnen wir dann das Ding. Ja, wird schon passen. Okay. Liebe Zocker-Launcher, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Morgen keine Siedler-News, dafür das erste Siedler 6 Community-Game vom Freitag, in dem ich ganz episch gewonnen habe. Dienstag dann Siedler 6 Livestream, Donnerstag Siedler ADK Livestream und nächsten Sonntag wieder Siedler 4. Ihr kennt das Programm, ne? Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, haut rein, schöne Woche, bis zum nächsten Mal.